Laut Medieninformationen ist die Kieler Werft TKMS an den insolventen MV-Werften in Wismar und Rostock interessiert. TKMS, ThyssenKrupp Marine Systems, zählt zu den größten Rüstungsexporteuren Deutschlands. Die Werft in Kiel ist für die nächsten 10 Jahre mit Aufträgen ausgelastet und musste Anfragen schon an Partner weitergeben. Eine Erweiterung, auch angesichts des 100-Milliarden-Euro-Paketes des Bundes für die Rüstung, macht für TKMS also durchaus Sinn, denn das Unternehmen rechnet in naher Zukunft mit weiteren Großaufträgen. Nach Medieninformationen hat das Unternehmen TKMS bereits 120 Ingenieuren aus Wismar eine Übernahme angeboten. Ebenfalls Interesse an den insolventen Werften soll das Schiffbauunternehmen Al-Seer Marine aus Abu Dhabi haben. Al-Seer Marine hatte bereits um die inzwischen verkaufte MV-Werftenschwester, die Lloyd-Werft in Bremerhaven, mitgeboten. Das Unternehmen baut unter anderem Luxusjachten und soll von der Crystal Endeavour beeindruckt gewesen sein.